Hallo und herzlich willkommen zur 24. Sendung von Hallo Casa. Mein Name ist Michael und heute bin ich mit Oliver Werner Putz aus Alcalá de Henares, Madrid in Spanien, in der Diskussion. Oliver kommt ursprünglich aus der Steiermark in Österreich, hat in diversen Ländern bereits gelebt und momentan arbeitet und lebt Oliver in Madrid als Immobilienmakler, Projektleiter und auch Immobilienmanager. So viel habe ich bereits erfahren. Ich leite gerne sofort oder gebe so gerne sofort das Wort weiter an Oliver, der sich natürlich selber am besten vorstellen kann. Oliver, herzlich willkommen und bienvenidos. Muchas gracias. Danke vielmals für die Einladung. Ich begrüße alle Zuseher. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich heute etwas über meine Lieblingsstadt, meine aktuelle Lieblingsstadt berichten kann und über unsere Umgebung hier in diesem wunderschönen Spanien. Wie Michael bereits eingeleitet hat, hat mich eine lange Reise quer durch mein Leben seit 1988 über Österreich, Ungarn, die Bahamas, die Türkei, Deutschland hier nach Spanien geführt. Ich bin hier 2015 angekommen, in einer Zeit, in der über Spanien nicht wirklich positiv berichtet wurde, was die Ökonomie anbelangt. Ich habe mir dann aber vor Ort ein neues Bild machen dürfen, ganz schnell, und habe gesehen, dass im Jahr 2015 unglaubliche Möglichkeiten hier bestanden haben und habe beschlossen, diesen Kurzurlaub, den ich hier gemacht habe, verlängern und überhaupt unser Unternehmen von Deutschland und Österreich nach Spanien zu transferieren. Denn hier hat es die Möglichkeiten gegeben, dass wir von einer völlig neuen Perspektive aus mit völlig neuen Möglichkeiten in die Zukunft entwickeln. Wir haben unsere letzten Projekte in Deutschland und in Österreich abgewickelt mit entsprechend hohem administrativen Aufwand. Und das Erstaunliche für mich hier in Spanien ist die Unterstützung, die von Seiten der Behörden kommt. Man spürt hier wirklich, dass die Menschen sich freuen, dass jemand kommt und etwas verändern will, etwas aufbauen will, wiederbeleben will. Wir alle wissen, dass wir eine schwere Krise hinter uns gebracht haben 2008-2009. Das hat auch zu einem Niedergang geführt in den spanischen Immobilien, wo wir hier beispielsweise Neubauwohnungen verkauft wurden um 250.000 Euro, die dann im Jahr 2015 um 80.000 Euro zu kaufen waren. Allerdings der Bedarf an Mietwohnungen und Mietflächen war dementsprechend groß. Es hat hier viele Leute gegeben, die ihre Bankkredite nicht bedient haben, das ist ja allgemein bekannt, nicht bedienen konnten und die dann zwangsläufig ihre Wohnungen verloren haben, trotzdem aber den Wohnbedarf haben. Und im Jahr 2015 hat sich das Spiel gedreht und da begannen die Preise dann wieder zu steigen. Es hat sich die Situation beruhigt und ich habe einfach erkannt, dass das hier in Spanien, das waren damals Renditen im zweistelligen Bereich mit privaten Anlagewohnungen, und sehr sicher kalkuliert und das hat mich fasziniert. Und das hat mich danach bewogen, als ich gesagt habe, ich möchte hier bleiben, ich möchte diesen Markt bedienen, weil ich einfach durch die Unterstützung schneller ein Projekt für Investoren realisieren kann und nachhaltiger. Und ich habe viel weniger Risiko. Denn wenn ich heute mit einem Einstieg von 90.000, 120.000 von einer Immobilie, die wenige Jahre zuvor für 250 verkauft wurde, starten kann, dann habe ich nicht nur eine regelmäßige hohe Rendite für den Anleger, die ich gewährleisten kann, sondern ich habe auch noch das Wertsteigerungspotenzial. Wir sehen ja hier jedes Jahr Wertsteigerungen im Immobilienbereich zwischen 15-20%. Das die letzten 3 Jahre. Ja, und was noch dazu kommt, Spanien ist jetzt nicht nur ein tolles, abenteuerliches Land für eine Aufbruchstimmung, für eine Goldgräberstimmung, so würde ich es fast bezeichnen, sondern es bietet auch von der Lebensqualität etwas, das ich auf der ganzen Welt gesucht und erst hier gefunden habe. Das ist der Grund, warum ich mich entschlossen habe, hier zu bleiben. Und nicht so, wie Michael gesagt hat, dass derzeit bin ich hier, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das meine letzte Station auf meiner Reise sein wird, weil ich mich einfach unglaublich wohlfühle hier. Das ist doch eine perfekte Aussage. Ja, ich weiß nicht. Ich rede mal mit vielen Leuten, die sagen, ja, momentan wohne ich in dem Ort und man weiß nie, was morgen bringt. Schön zu sehen, dass du auf jeden Fall den Ort für dich gefunden hast. Und
Die erste Frage, die mir aufkommt, ist, es gibt immer diese normale, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Rivalität gibt zwischen Barcelona und Spanien, aber es sind halt so die Hauptstädte. Barcelona gegenüber Madrid, entschuldige. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich bevorzuge Madrid gegenüber Barcelona aus diversen Gründen. Was würdest du sagen, bietet eigentlich Madrid mehr als Barcelona? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich komme aus einer sehr konservativen Familie, darf ich sagen. Und unser Ansatz in der Beratung unserer Kunden, unserer Investoren war immer sehr konservativ gehalten. Wenn ich mir jetzt Barcelona anschaue, dann hat Barcelona eines mit der Küstenlinie in Spanien gemein. Das sind einige Monate, in denen der Bär tanzt, in denen wirklich Geld verdient werden kann mit beispielsweise Ferienwohnungen. Aber wir haben dann entlang der Küste in Spanien einen rapiden Verfall. Ich kann dir da ein Beispiel geben. Ich habe ein halbes Jahr auch versucht, dort, weil die Anforderung von vielen meiner Klienten da gewesen ist, auch Anlageprojekt zu finden und zu etablieren. Aber es ist unmöglich, wenn ich nur 3 oder 4 Monate eine hundertprozentige Auslastung zusammenbringe, die restlichen Monate im Jahr zu kompensieren. Das ist der größte Unterschied zu Madrid. Madrid ist eine Stadt, die rund ums Jahr besucht wird. Wir haben hier einen unglaublich hohen Anteil von Studenten. Wir haben hier, Madrid ist die Drehscheibe zwischen Lateinamerika und Europa. Das heißt, hier werden unglaublich viele Geschäfte abgewickelt. Die Notwendigkeit, hier Hotels für diese Business-Treffen, für Kongresse und dergleichen zu halten und zu etablieren, ist unglaublich groß. Und das findet das ganze Jahr statt. Und das ist etwas, was mir mehr Sicherheit gibt, dass ich sagen kann, ich kann jemanden, der sagt, ich möchte investieren, auch wenn ich keine Ahnung von Spanien habe, wo ist es sicher, dann kann ich mit einem Investor einen Vertrag machen über 10 Jahre, wo ich ihm eine Mindestrendite garantieren und zusichern kann, weil ich selbst weiß, das ist haltbar. Hier in Madrid ist es möglich. Und wir haben hier noch eine Besonderheit, diese Stadt, die du am Eingang angekündigt hast, Alcalá de Henares, ist ein unglaubliches spanisches Juwel, ist eine Ausnahmeerscheinung in Spanien. Das ist die Stadt, in der Miguel Cervantes geboren wurde. Du kannst dir keinen Schritt machen, ohne dass du an Don Quixote und Sancho Panza vorbei musst. Davon lebt die Stadt. Es ist eine Kulturstadt. Wir haben 200.000 Einwohner und 30.000 davon sind Studenten. Und das spürt man. Das spürt man einfach. Und das ist auch noch ein Punkt, der mir Sicherheit gibt. Denn wenn die Welt die nächste Krise findet, die sie sicherlich finden wird oder treffen wird, eines passiert nicht. Man hört nicht auf zu studieren, nur weil Krise ist. Und das gibt uns einen unglaublich stabilen Background. Es gibt noch einen zweiten Faktor. Alcalá de Henares ist extrem bedeutend, was die Pharmaindustrie anbelangt. Wir haben hier alle großen Pharmakonzerne. Es gibt hier ein Riesenforschungszentrum, wo Versuche eben für diese neuen Produkte auch durchgeführt werden. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es sind von den großen Amerikanern über die Schweizer, über die Chinesen, über die Deutschen, alle großen Pharmakonzerne haben hier Fabriken. Und auch das gibt nachhaltige Beschäftigung und dementsprechend hoch ist auch das Preisniveau hier in Alcalá und auch das Niveau an Kultur. In einer so kleinen Stadt 5 Theater zu haben, das sagt schon etwas aus. Mhm. Und Alcalá bezeichnet sich selbst als die Hauptstadt der Literatur, als die Hauptstadt der Buchstaben. Und das wird hier gelebt. Und es ist einfach ein sehr schöner Ausgleich zwischen dem ökonomischen, dem wirtschaftlichen Faktor und auch dem kulturellen Faktor. Natürlich, wenn ich will, dann fahre ich hier von hier nach Madrid, bin in 20 Minuten in Madrid am Hauptplatz, wenn ich noch mehr Kultur haben möchte. Ja. Aber die Wahrheit ist, ich muss hier nicht weg aus Alcalá. Ja, bitte. Bitte. Bezüglich der Pharmaunternehmen, gibt es bestimmte Regulierungen, warum das so ist? Oder hat das einfach historische Gründe, das war immer so? Das gibt historische Gründe. Ich denke auch, dieses Konglomerat, man ergänzt sich ja auch. Man sieht es ja in verschiedenen anderen Branchen auch, dass es wie beispielsweise bei Möbelhäusern Anhäufungen gibt in einem gewissen Gebiet, wo einfach die Voraussetzungen geschaffen wurden, auch von Seiten der Politik, wo entsprechende Unterstützung für die Begründung da war. Und der Rest ist Tradition. Und das hat sich jetzt so entwickelt. Und das neue Forschungszentrum, wo diese vielen verschiedenen Pharmakonzerne dann ihre
Proben ausführen können, ihre Testreihen ausführen können. Das wird noch einmal einen Schub bringen hier für die Ökonomie. Entschuldigung, auch noch eines, was ich gerne. Ja, nicht zu stoppen, wenn ich über Alcalá zu sprechen beginne. eines, was mir auffällt, wenn ich vom Flughafen Barajas wegfahre, also der größte Flughafen hier in Madrid, dann bin ich in 15 Minuten in Alcalá. Und auf dem Weg vom Flughafen fährst du vorbei an Industriegeländen. Und wenn ich hier 10 Firmen sehe, dann haben wir sieben dieser Firmen sind zentraleuropäische Firmen oder nordeuropäische Firmen. Das sind alles Firmen, die wir kennen, ja, vom Namen. Das ist auch etwas, wo ich sehe, das ist hier nicht sehr Spanisches, sondern das hier ist eine Dependance, wo österreichische, deutsche, skandinavische Firmen produzieren, weil sie einfach eine tolle Qualität kriegen von der Arbeitsleistung der Leute hier und dass das Umfeld für die Produktion auch entsprechend attraktiv ist. Und ich habe mit einem führenden Mitarbeiter eines österreichischen Konzerns gesprochen, der weltweit einer der größten Autokranbauer ist, der mir gesagt hat, wir wissen eines, nach der nächsten Krise werden wir nicht in Mitteleuropa unsere Standorte schließen, werden wir die Standorte in Mitteleuropa schließen und nicht mehr in Spanien. Denn hier hatte man kurz nach der Krise das Problem, dass man hier die Fabriken geschlossen hatte, um dann das qualifizierte Personal wieder zu bekommen. Also hier sehe ich schon auch einen Wandel in der Denkweise und man hat festgestellt, dass Spanien einfach eine tolle Qualität liefert in der Produktion und stressfrei. Es wird ja oft gesagt, die Spanier hätten jetzt mit Siesta und mit Fiestas übertrieben und es wird hier nichts produziert. Ich würde das genau im Gegenteil formulieren. Durch die Lebensfreude, die die Menschen haben und durch die Gelassenheit und Ruhe, wenn sie produzieren, dann liefern sie das Gleiche ab, wie wenn man rund um die Uhr wie ein Hamster im Rad rudert und einfach frustriert durch die Gegend läuft. Das spüre ich hier. Die Lebensfreude ist da und eine kleine Episode, als ich hergekommen bin und in meinen ersten Gesprächen mit Geschäftspartnern versucht habe, sofort in Medias Res zu gehen, so wie gelernt und erprobt in Österreich und in Deutschland, hatten mir gesagt, wo, Moment, langsam. Wir sind hier in Spanien. Wie geht's der Familie? Wo waren Sie auf Urlaub? Wo geht's das nächste Mal in den Urlaub hin? Wie ist das Wohlbefinden? Also das ist eine andere Herangehensweise, ist eine andere Lebenskultur, die man hier pflegt und lebt. Ja. Habe aber auch festgestellt, sie haben mich dann gebremst nach einem Jahr. Nachdem ich zu viel Smalltalk gemacht habe, haben die gesagt, Oliver, du bist ein sehr guter Spanier geworden. Komm jetzt endlich auf den Punkt. Wo ist das Geschäft, über das wir heute sprechen? Ja, nee, das ist klasse, das hört sich super an. Ich kenne das noch aus Kolumbien, wo man erstmal einen Kaffee trinkt und erstmal redet und erstmal sich persönlich kennenlernt, was natürlich auf jeden Fall bei uns in der vor allem deutschsprachigen Region natürlich häufig zu kurz kommt, wo man zu schnell häufig auf den Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir sind ja immer noch Menschen. Man kann ja ganz kurz sich nochmal vielleicht ein bisschen ausgiebiger vorstellen, das stimmt. Ja. Was jetzt mir auch gelungen ist, mich einfach mehr zu integrieren. Wir haben hier ein ganz fantastisches Projekt, das nennt sich die Wiederbevölkerung der spanischen Dörfer. Das hängt damit zusammen, dass die Immobilienpreise in Madrid wirklich absurd gestiegen sind. Also wir haben hier sehr, sehr hohe Quadratmeterpreise, sodass einfach in die Peripherie ausgelagert wurde. Ja. Von den Spaniern. Die leben dann in den umliegenden Ortschaften. Die Verkehrsanbindungen sind fantastisch, über Zug und Bus und U-Bahn. Hier stellen wir jetzt fest, und das habe ich in Kooperation mit einer Professorin der Universität von Alcalá, die an der Universität für Architektur Geschichte unterrichtet, die hat mich darauf angesprochen und gesagt, warum bevölkern wir nicht die Dörfer? Und das hat mich so fasziniert als Immobilienprojektentwickler, dass ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht wirklich? Wir haben begonnen jetzt mit einem Gemeinschaftsprojekt mit ganz jungen Architekten, Baufirmen, mit jungen Mitarbeitern und älteren Bauleitern, die die Erfahrung mitbringen, hier die Dörfer im Umkreis von Madrid zu entwickeln. Das ist unglaublich spannend und macht sehr, sehr viel Spaß. Weil wenn man sieht, wie ein spanisches Dorf wieder erblüht und wieder einen neuen Verwendungszweck zugeführt wird, dann ist das für mich extrem spannend.
Zudem versuchen wir auch verschiedene Komponenten zu integrieren. Wir machen jetzt Patchwork-Families, aber nicht in dem herkömmlichen Sinn, wie wir das kennen, dass ein Mann mit Kindern und eine Frau mit Kindern sie treffen und Familie machen, sondern wir machen Patchwork-Familie vertikal. Das heißt, wir bauen hier Immobilien, reformieren Häuser, die zerfallen sind, machen im ersten Stock eine Wohnung für eine junge Familie mit Kindern, die aber berufsbedingt natürlich keine Zeit hat, jetzt sich um die Kinder zu kümmern, und bieten im Erdgeschoss dann Mietwohnungen für ältere Menschen an, die eigentlich gern noch etwas machen würden. Und die Spanier sind extrem kinderfreundlich. Und dann hast du Großvater, Großmutter, die auf Enkelkinder aufpassen, die gar nicht ihre sind. Aber das ist ein sozialer Aspekt in diesem Projekt, das durchaus auch ökonomisch sich rechtfertigen muss. Also wir haben hier eine Rendite von 6% aufwärts in diesen Projekten für den Investor. Aber was natürlich in dem Zusammenhang irrsinnig Freude und Spaß macht, ist zu sehen, wie wir hier viele Probleme mit einem Projekt lösen können. Mhm. Die Kinderbetreuung, die Demenz der alten Menschen, die aufgehalten wird, weil sie einfach in Kontakt sind, weil sie weiter am Leben einer Familie teilnehmen. Das sind soziale Komponenten, die mit in diese Projekte einfließen. Und wie gesagt, unter der Schirmherrschaft der Universität, unserer Professorin, die ja, zahlreiche, die hat über 30 Bücher geschrieben zu diesem Thema, wie müsste Gesellschaft funktionieren, damit in der Zukunft wir auch wieder einen Bezug zueinander haben zwischen alt und jung und im sozialen Umfeld. Klasse. Also wie bekommt ihr denn da, also lustigerweise habe ich mal über dasselbe nachgedacht. Also ihr, vor allem löst ihr noch ein riesiges Problem, einfach die Instandhaltung der zerfallenden Städte, die einfach nicht mehr, dadurch, dass natürlich da keiner mehr lebt, ist, werden sie mehr oder weniger zu Geisterstädten. Ich hatte mir irgendwann mal die Idee gehabt, ja, einfach Glasfaserkabel und junge Familien, die als Freelancer sozusagen von überall aus arbeiten können. Ich denke, dein Konzept hat ein bisschen mehr Daseinsberechtigung oder vielleicht auch ein bisschen mehr Fundament und ist wahrscheinlich ein bisschen mehr oder ein bisschen durchdachter. Wie habt ihr denn die ganzen Bewohner angesprochen und wie funktioniert, dass ihr da auch Leute habt, die ja wirklich motiviert sind, das durchzuziehen, vielleicht aus Madrid zu ziehen oder Gut, ja. der Zuzug der neuen Mieter, der ist ganz, ganz unproblematisch, weil der kommt durch den Druck. Der kommt durch den Druck, dass die Leute einfach sich die Wohnungen in Madrid nicht leisten können. Wir haben mit diesen Organisationen, die Privatwohnungen als Ferienwohnungen vermieten, inzwischen Mietpreise in Madrid für 75 Quadratmeter Wohnung von 1.600 Euro. Und das sprengt bei vielen den Rahmen. Mhm. Wenn man hier jetzt rauskommen kann und hier leben kann, dann natürlich bist du hier in der Natur. Das ist schon etwas, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Vollblutstädter ist, dann hat es durchaus seinen Reiz. Ich werde dazu noch was sagen zu den Nidos del Águila, also den Adlernestern. Hier leben wir. Wir leben in einem Hügel oder in einem kleinen Berg über Madrid und wir schauen über die vier Türme von Madrid in diesem Dorf. Eine Geschichte, wo du nicht falsch liegst, ich habe einen fantastischen Partner aus Österreich, der ein führender Mitarbeiter des größten IT-Konzerns in Österreich gewesen ist. Und der hat mich dann auch auf diese Fährte gebracht und hat gesagt, Glasfaserkabel brauchen wir. Und dann brauchen wir im Prinzip, kann hier ein Chirurg in seinem Büro, im eigenen Haus, könnte er arbeiten, weil er einfach verbunden ist über eine stabile Glasfaserleitung und er kann auf der ganzen Welt operieren. Die Geräte dafür existieren und es wird ja auch tagtäglich durchgeführt. Genauso wie du hier vom Berg aus eine Maschine steuern kannst, die 30 Kilometer entfernt oder auch am anderen Ende der Erde steht, kannst du über eine derartige Verbindung und Infrastruktur das steuern. Die moralischen Bedenken, die wir dabei gehabt haben, war, wenn wir jetzt alle wieder in unseren Wohnzimmern sitzen, um zu arbeiten, dann geht uns völlig das soziale Umfeld verloren. Und dementsprechend sind wir jetzt dabei, hier für diese Arbeitsplätze so etwas wie ein Techno-Z zu bauen und in diesem Techno-Z einfach zusammenzuführen die technischen Voraussetzungen, die Möglichkeiten
aber auch dann Arbeitsplätze, wo du doch zur Arbeit gehst. Aber es ist nicht so, dass du 1,5 Stunden im Stau stehst, wenn du pendelst, sondern du gehst, ohne dein Auto zu benutzen, einfach über die Straße in deinem Dorf, in das Techno-Z, und triffst dich dort mit Kollegen und arbeitest dort von dort aus und steuerst die Maschinen in deiner Fabrik. Das ist ein Konzept, das wir jetzt beginnen zu entwickeln. Hier gibt es auch Interesse von Seiten der Fabriksbesitzer, Inhaber, Betreiber, weil die sagen, ja, es klingt spannend. Und natürlich sind die Leute ganz anders motiviert. Das ist ja ein anderes Umfeld, in dem sie arbeiten. Das ist viel familiärer. Und ja, da glaube ich, geht es in der Zukunft hin. Und so bringen wir die Dörfer wieder auch zum Erblühen. Weil wenn jetzt von einem Dorf 3 Stunden lang pendeln muss am Tag, also 1,5 Stunden hin und retour, dann sind das nicht nur Kosten, sondern es ist auch ein Verlust an Lebenszeit. Natürlich, natürlich. Ich sehe das genauso wie du und ich bin total gespannt, wie das auch in der Zukunft wird, weil die beste Mietpreisbremse ist einfach zu sagen, okay, man kann von zu Hause aus arbeiten und dann wohnt man eben nicht mehr in Berlin Zentrum, sondern vielleicht auf der Mecklenburgischen Seenplatte irgendwo, leistet dasselbe, hat ein ausgeglicheneres Leben, leistet wahrscheinlich sogar noch mehr. Das Einzige, muss man einfach auch schauen, dass der Sozialaspekt, den du ansprichst, dass einem dann nicht irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, dass man dann im Endeffekt nicht isoliert ist. Aber wenn halt, sobald halt mehrere Leute da in einem Wohnkomplex oder auch in einer kleinen Stadt auf kurzen Quadratmetern, auf kleinen Quadratmetern zusammen wohnen und arbeiten, geht das dann auch wiederum. Und das ist halt ganz, ganz spannend und sollte eigentlich auch die ganzen Städte, das ganze Stadtbild verändern, aus meiner Sicht. Aber gut, wir werden sehen. Ich meine, zum Thema soziales Umfeld, da mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken um die Spanier, denn ich als Österreicher, als ich hierher gekommen bin und habe die ganzen Häuser gesehen, wo die Dachterrassen nicht genutzt wurden, sage ich, um Gottes Willen, wie kann das sein? Wieso macht ihr keinen Dachgarten? Dann sagen die Spanier zu mir, ja, was sollen wir denn am Dachgarten? Unsere Freunde sind unten in der Bar und schauen Fußball. Also das ist bei uns natürlich ganz anders. Wir ziehen uns zurück und leben mehr für uns. Und hier in Spanien ist es so, dass sich das Leben auf der Straße abspielt, in den Straßen. Natürlich ist das klimatisch bedingt auch leichter möglich, einfacher möglich. Und etwas, was mich fasziniert hier, das ist diese Verschränkung zwischen alt und jung. Also ich kannte das aus Mitteleuropa so, da gibt es ein Lokal, das ist so typisch für das ältere Publikum. Und dann gibt es ein Lokal, das sind die Rabauken drinnen, so mit den 17 bis 18, 19 Jahren. Das ist hier nicht so. Hier gehst du in eine Bar und hier triffst du auch an der Bar diskutierend den Großvater mit dem 19-jährig Pubertierenden oder 17-jährig Pubertierenden über ein Thema. Und dieser Austausch ist etwas ganz Fantastisches. Und das, glaube ich, macht Spanien auch unbedingt aus, Super. diese Verbindung. Du hast eben ganz kurz die mittlerweile horrenden Preise, Mietpreise in Madrid angesprochen. Wie siehst du da momentan den Trend? Ist das schon am Zenit? Geht es weiter? Gibt es da wirklich eine Rechtfertigung für solche Mietpreise oder sehen wir gerade den Anfang? Gut, als ich das erste Mal diese Einschätzung zu München abgegeben habe, war ich völlig daneben, weil ich habe damals schon gesagt, die Preise, die kann sich kein Mensch leisten. Und die Preise in München hatten sich danach noch verdoppelt, nach meiner Einschätzung. Insofern kann ich dir nicht sagen, ob die Preise in Madrid jetzt schon am Zenit sind. Aber ich habe dir gesagt, wir sind sehr konservativ hier in unseren Ratschlägen und in unseren Einschätzungen. Insofern, wenn ich heute weiß, ich habe in Madrid einen Quadratmeterpreis von 7.500 teilweise in guten Zonen für die Wohnfläche und ich bezahle in Alcalá 3.500 bis 4.500. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter weg von Alcalá, nochmal 14 Kilometer, so sind wir dann 35 Kilometer von Madrid entfernt. Und ich habe hier einen Quadratmeterpreis, den ich dir anbieten kann von 1.700, 1.800. Dann sieht man auch hier das Potenzial, das drinnen steckt. Denn natürlich, wenn in den Ballungsgebieten sich die Leute das nicht mehr leisten können, dann gibt es die Landflucht zwangsläufig. Nicht, weil man es freiwillig macht, sondern weil es halt erforderlich ist, weil man sonst Klar. nicht mehr auskommt. Klar. Und hier sehe ich ja ihres Potenzial im Umfeld von Madrid. Madrid selbst sind wir jetzt in unseren Einschätzungen schon eher konservativ und sagen, wir wollen es uns jetzt zuerst anschauen. Es gibt Bereiche, Branchen wie zum Beispiel die Hotellerie.
Da habe ich keine Probleme damit. Auch wenn ich jetzt Hostels habe, Bed and Breakfast, hier gibt es unglaubliches Potenzial noch. Das sehen wir in den Wachstumszahlen. Da habe ich keine Angst, wenn ich eine Rendite rauskriege, die jetzt noch bei 8, 10% liegt, dann fällt mir die Rendite halt auf 6% meinetwegen. Aber dann sollte eigentlich hier noch immer ein Entwicklungspotenzial da sein, auch für Madrid, also in diesem Segment, im hochpreisigen Segment. Und für jetzt das mittlere Management und für normale Familien wird sich einfach im Umfeld ein neues Betätigungsfeld und ein neues Wohnumfeld etablieren. An dem arbeiten wir auch. Ja. Du hast eben kurz die Studenten angesprochen. Ja. Habt ihr da auch Daten oder Projekte, wo ihr reingeht und sagt, ja, wir kaufen eventuell ein Apartment, modellieren das um, strukturieren das um und machen das eigentlich, fokussieren uns eigentlich auf sozusagen den Single-Studenten oder in irgendeiner anderen Weise? Habt ihr da irgendwelche Touchpoints? Das ist ganz interessant, dass du fragst. Das war eines meiner ersten Projekte 1999 in Wien. Hatten wir ein Gründerzeithaus gekauft und haben dort ein Konzept gemacht, wo ich gesagt habe, wer will in einem Studentenwohnheim sich sein Zimmer teilen mit jemandem, den er kennenlernt. Ja. Wir haben dort dann Wohneinheiten gebaut, wo jeder sein eigenes Badezimmer hatte und wo man sich nur die Küche geteilt hat. Mhm. Und dieses Konzept hat super funktioniert. Und das ist etwas, was wir jetzt hier in Spanien begonnen haben zu machen, haben die ersten kleineren Projekte gemacht mit Wohnungen, die wir umgebaut haben, 3-Zimmer-Wohnungen. Also wenn wir hier von 3 Zimmern sprechen in Spanien, dann sprechen wir von 3 Schlafzimmern. Mhm. Ein Wohnzimmer gilt hier nicht als Zimmer. Mhm. Und wir haben diese Schlafzimmer alle sämtlich ausgestattet mit Bädern, sodass jedes Schlafzimmer sein eigenes angebundenes Badezimmer, privates Badezimmer hat. Und nur die Küche wird geteilt und das Wohnzimmer wird geteilt. Und dieses Konzept schlägt unglaublich ein. Also da gibt es einen Zustrom von Studenten. Hier kann ich dann auch ganz andere Renditen realisieren, als mit einer Langzeitvermietung möglich sind. Wie gesagt, in der Langzeitvermietung sind wir auch nicht so schlecht. Wir liegen hier zwischen 5,5 und 6%. Und die abgesichert, ja, über 10 Jahre. Zusätzlich diese Wertsteigerungsphilosophie, denke ich, kann man durchaus ruhig schlafen als Investor. Aber in dem Bereich der Studentenwohnungen liegen wir bei 10 bis 12% an Renditen. Erzähl, jetzt gehen wir schon ein bisschen in deine Dienstleistungen, in deinen Service rein, was auch super spannend ist und auch die meisten Zuschauer und Zuhörer sowieso interessiert. Was bietest du an? Was ist sozusagen wirklich das Spektrum deiner Dienstleistungen? Vom Hauskauf habe ich ja eben schon kurz erwähnt, zum Projektmanagement, zum Immobilienmanagement. Geh noch mal ein bisschen für uns ins Detail, was du genau anbietest. Genau, lass uns ganz in den Anfang gehen. Es gibt ja viele Leute, oder die Notwendigkeit, dieses Dienstleistungsspektrum zu entwickeln, die kommt aus der Anforderung der Praxis. Als ich hier meine Länder kennengelernt habe, habe ich in jedem Land unglaublich viele Fehler machen dürfen, ja, am Anfang, bis ich endlich diese Spielregeln begriffen habe und die Abläufe begriffen habe. Das ist teuer und nachhaltig ist auch ein Projekt in einem Land, wo du nicht selbst bist oder wo du keinen Vertreter hast, der für dich diese Dinge gewährleistet, dass alles funktioniert und reibungsfrei läuft, ist es unmöglich zu investieren im Ausland. Das ist meine Meinung. Und deshalb haben wir begonnen eigentlich beim Thema A. Lern das Land kennen. Das soll schon auch ein Investment Spaß machen. Das heißt, wir beginnen mit einem Reisepaket, wo ich Reisen organisiere für Investoren aus der ganzen Welt, die nach Spanien kommen, die wir an der Hand nehmen, denen wir hier das Umfeld zeigen. Und während dieser Tourismusreise lernen sie auch dann Investmentmöglichkeiten kennen und kriegen diese auch erklärt. Dann ist es in Spanien so, dass du kein Telefon anmelden kannst, du kannst kein Haus kaufen, du kannst kein Auto kaufen, wenn du nicht eine NIE hast. Das ist diese Ausländer-Identifikationsnummer, das ist vergleichbar einer Steuernummer und diese NIE, die brauchst du, damit du Geschäfte tätigen kannst. Und wir wickeln dieses Service für unsere Kunden ab, dass die eine NIE bekommen. Wenn du jetzt die NIE hast, dann kannst du weitermachen, kannst dein Bankkonto beispielsweise öffnen, auch diese Serviceleistungen bieten wir an, Bankkonten zu öffnen, Firmengründungen durchzuführen, denn
wenn die Investments jetzt so aussehen, dass man mehr als ein Objekt kaufen will, dann raten wir dazu, das auf jeden Fall hinter einem Firmenmantel zu machen. Der Firmenmantel ist sehr günstig hier in Spanien, eine vergleichbar eine GmbH, eine SL, eine Limited kannst du gründen hier mit 3.000 Euro, 3.030 sind es genau. Der Vorteil dabei ist, dass ich dann hier auch etwas mehr Möglichkeiten habe zu steuern, meine Steuerpflicht. Denn solange das Geld, der Verdienst in dieser Gesellschaftsform in Spanien verbleibt, wird es natürlich auch in Spanien besteuert. Wenn man jetzt dann in Abstimmung mit seinem Steuerberater im Heimatland feststellt, es ist günstiger, eine Ausschüttung aus der SL zu machen, dann kann man dieses Geld ja repatriieren und kann dann hier ganz gut steuern, was ist jetzt ziemlich vorteilhafter. Dieses Service bieten nicht wir selbst an, da haben wir unsere Steuerberater und Rechtsanwälte, die diese internationalen Belange auch behirnen und abtasten können. Das ist ein unglaublich komplexes Feld, weil jedes Mal, wenn sich in einem Land die Besteuerungsregeln ändern, kann das ein Damoklesschwert werden und ein Investor, der im Ausland investiert ist, ist plötzlich illegal unterwegs, ohne dass er es will und ohne dass er das weiß. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Aspekt von Profis gemanagt wird. Denn sonst begeht man Steuerbetrug und wollte es gar nicht. Das ist das Dümmste, was passieren kann. Das bedeutet, mit der SL geht dann auch auf jeden Fall einher, dass ich einen Steuerberater haben soll und der ja, dann auch... Wobei der Steuerberater hier in Spanien ist jetzt nicht das große Thema. Also ich meine, die Buchführung für so eine SL, die kriegst du hier für zwischen 30 und 50 Euro. Einmalig im Jahr. Nein, im Monat. Okay, im Monat, ja, okay. Aber auch diese Kosten sind in der Renditeberechnung bereits berücksichtigt. Wenn wir von Administration Fees sprechen, ja, dann ist auch hier diese Steuerberatung und die Abgabe der Steuererklärung bereits inkludiert. Mhm. Die Entscheidung dann darüber, ob das Geld jetzt hier bleibt und dann wirklich in Spanien besteuert wird oder ob eine Ausschüttung erfolgt, die trifft man dann mit seinem Heimatsteuerberater, wenn es jetzt ein ausländischer Investor ist. Ja? Okay. Und hier kriegt er noch einmal, wenn er will, Expertise, wie das jetzt ausschaut. Ich habe hier ganz tolle Konstrukte gehört, dass wenn man 80 Tage in einem fremden Land lebt, dann wäre man in Russland nicht steuerpflichtig. Ich glaube, das sieht die russische Steuerbehörde anders. Ja? Und das trifft aber immer den Steuerpflichtigen und nicht den Berater, der diese Behauptung aufgestellt hat. Ja, also solche Dinge sollte man vermeiden. Ja. Gut, also von der Firmengründung dann weiter die Immobiliensuche, das Immobilieninvestment selbst. Welches Thema interessiert jemanden? Ist es jetzt im Hotelleriebereich? Ist es eine Studentenwohnung? Will er langfristige, ruhige Vermietung haben? Was wir dabei anbieten, ist, dass wir als Managementunternehmen, die Bantas Trust, einen Vertrag mit dem Investor schließen. Also der Investor hat jetzt seine Gesellschaft, mit der er den Besitz begründet an den Immobilien, an seinen Investments und wir mieten ihm diese Investments ab für 10 Jahre. Das heißt, alles, was er im Zusammenhang an Administration, an Verwaltung, Mieterwechsel, Austausch der Glühbirnen, alle möglichen Dinge, Instandhaltung anfällt, hat der Investor nicht zu verantworten, braucht er sich nicht darum kümmern, sondern er hat einen professionellen Vertrag mit uns, einen Verwertungsvertrag, der für die nächsten 10 Jahre ihn freistellt von jeder Tätigkeit und Verantwortung. Der kriegt am 5. jedes Monat sein Geld aus dem Vormonat und das müssen wir so gewährleisten. Wir verrechnen dafür aber auch eine Verwaltungsfee, aber die haben wir bereits in den Berechnungen, Renditeberechnungen abgezogen. Das heißt, wenn ich heute von 6% spreche, dann habe ich hier 25% Verwaltungskosten abgezogen. Mhm. Mit diesen 25% machen wir Folgendes, wir poolen, wir stellen hier auch Rückstellungen für uns, für den Fall, dass ich einmal Mietausfälle in einem oder anderen Objekt habe, denn wir müssen ja leisten in diesen 10 Jahren. Ja, egal, ob die Wohnung jetzt vermietet ist vom Investor oder nicht, er hat mit uns einen Vertrag und wir müssen den erfüllen. Mhm. Das ist die Sicherheit für den Investor und das, glaube ich auch, ist Grundvoraussetzung in einem fremden Land, wo ich nicht vor Ort lebe, ein Investment in Immobilien tätigen zu können. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe in Wien Immobilien besessen, habe in Salzburg gewohnt und allein das war schon zu groß, die Distanz. Mhm. Die Mieter in Wien wussten ganz genau, der ist in Salzburg und der kommt alle halben Jahre oder alle 4 Monate. Mhm. In der Zeit dazwischen war es oft ziemlich turbulent. Wenn ich heute um die Kurve kommen kann, jeden Morgen auf dem Weg ins Büro und meine Mieter grüße,
dann ist das ein ganz anderes Verhältnis. Absolut. Absolut. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Absolut, ja. Und ich würde niemandem dazu raten, dass er investiert, ohne dass er einen Verwaltungsvertrag hat. Wir bieten das zwar an. Wenn jemand sagt, ich mache das alles selbst, ich spare mir die 25%, gerne. Aber wir geben dann auch entsprechend diese Beipacktexte wie in der Apotheke ab. Vorsicht, da gibt es Nebenwirkungen. Es kann Nebenwirkungen geben. Ah, Ja? absolut, absolut. Das bedeutet, ich finde eine Immobilie, oder ja, doch, wahrscheinlich ist der erste Schritt zu sagen, okay, da ist eine Immobilie, die mich interessiert. Ihr helft mir bei der Niede, ist wahrscheinlich ein Gang zu einem bestimmten Amt. Bin dadurch sozusagen wirklich fähig, mir die SL zu gründen. Das machen wir dann auch zusammen. Und dann sozusagen. Entschuldige, dass ich unterbreche. Es gibt noch einen Punkt, der interessant ist für nicht-europäische Investoren. Ja. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist genug für einen europäischen Investor, sprich jemand, der aus der EU kommt. Aber wenn es jetzt dann ein Nicht-EU-Staatsbürger ist, dann erwirbst du dir mit dem Erwerb einer Immobilie in Spanien, die einen Gesamtbetrag oder mehrere kleine Wohnungen, die Gesamtbeträge von 500 und 1.000 Euro übersteigen, automatisch auch eine Permanent Residence als Investor. Und dass auch diese Permanent Resident organisieren wir, das ist jetzt interessant für arabische Länder, für unsere russischen Investoren, für amerikanische Investoren, alle, die nicht in Europa sind und hier einen Aufenthaltstitel begründen möchten, der unbefristet ist. Der Aufenthaltstitel bleibt so lange bestehen, bis du die Immobilien wieder verkaufst. Okay. Ich transferiere das Geld auf die SL von meinem privaten Konto und dann geht dann von dort aus alles zwischen der SL und zwischen euch und zwischen der Immobilie. Das ist im Endeffekt dann ein Asset, eine Assetklasse, die der SL gehört. So ist es. Zu 100% ist der Eigentümer der Investor. Okay. Was habt ihr denn der SL. Für Projekte? Wir übernehmen hier nur den Part des Direktors für die Abwicklung. Nee, sag das nochmal bitte, entschuldige. Wir übernehmen hier nur, wenn es gewünscht ist, vom Investor, meistens ist es so, den Part der Abwicklung als Direktor. Als Direktor bin ich 100% weisungsgebunden, das ist nicht mein Kapital und ich kann nur das tun, was mir der Gesellschafter, der Hauptgesellschafter, der Eigentümer sagt. Okay. Aber so funktioniert das im Regelfall. Und wunderbar. Und dann gehen wir durch euer Portfolio und sage ich, okay, wunderbar, XYZ, die Immobilie, die interessiert mich. Wäre ich auch mit der SL wahrscheinlich sogar, natürlich bin ich dann auch, habe ich mit einer GmbH und kann dann auch Gewerbe betreiben. Könnte jetzt auch einen Bauernhof kaufen und sagen, okay, ich mache jetzt Ferien auf dem Bauernhof und das läuft dann alles über die SL oder machen wir ein Restaurant auf. Das ist ja dann auch alles natürlich, geht dann einher. Richtig, das muss halt im Vorfeld geklärt werden, welche Lizenzen mit der Immobilie verbunden werden können, wenn sie nicht schon auf der Immobilie sind. Wenn du hier ein Restaurant, also ein Haus kaufst, wo ein Restaurant drinnen ist, dann bleibt diese Lizenz des Restaurants mit dem Haus. Ja. Aber wenn du jetzt einen Bauernhof kaufst und du willst ein Restaurant aufmachen, dann sollte das auch über unseren Tisch gehen, denn dann müssen wir im Vorfeld mit unseren Architekten und den Bauingenieuren klären, kriegen wir auch die Genehmigung, ein Restaurant zu öffnen. Klar, okay. Mich interessiert eine Immobilie, die bei euch im Portfolio ist. Wie schaut es aus mit für eventuellen deutschen Investor mit der Finanzierung? Gibt es Möglichkeiten vor Ort oder brauche ich im Endeffekt, wenn ich jetzt nicht alles in Cash bezahlen kann, gibt es Finanzinstitute in Deutschland, die eventuell dann auch eine Finanzierung im Ausland machen? Hast du damit Erfahrung eventuell? Ja, das ist mehr als kompliziert. Also der Regelfall, den wir hier haben, ist, dass jemand in Deutschland schon jemand, der im Ausland investiert, der hat zu Hause keine Sorgen, so würde ich das formulieren. Der hat auch entsprechend die Möglichkeiten, dass er beispielsweise eine Hypothek auf einer deutschen Immobilie, die ihm schon gehört, einträgt und durch diese begründete deutsche Hypothek dann finanziert jede deutsche Bank einen Kunden mit entsprechender Bonität auch die Immobilie im Ausland. Aber deutsche Banken gehen nicht also erfahrungsgemäß nicht, Ausnahme bestätigen die Regel, nicht in spanische Grundbücher. Okay, interessant. Okay.
Und dann ist es dann so, dass ich dann wirklich euch das über sozusagen mit dem Titel des Direktors das übertrage und dann habe ich auch eigentlich keine, dann habe ich meine Ruhe und ihr managt die Immobilie auch nach einem bestimmten Service Agreement, gehe ich davon aus, dass ihr gesagt habt, okay, Natürlich. ihr macht die Dienstleistung XYZ. Es gibt jetzt, zwei unterschiedliche Arten von Investoren. Die einen, die sagen so, ich habe jetzt, du musst dir vorstellen, wenn diese Wertschöpfung in diesen 10 Jahren gelaufen ist, dann verkauft man dieses Ding ja um den dreifachen, vierfachen Wert von dem, das man investiert hat. Es gibt denjenigen, der dann Kasse macht und der dann diesen Managementvertrag mit uns beendet, um zu verkaufen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, na, wir haben noch einige Jahre vor uns, wir verlängern diesen Managementvertrag. Beides ist denkbar, beides ist möglich. Super, klasse. Ich find das super. Ich finde das genau richtig. Ich denke, das ist genau das, was man machen muss, wenn man im Ausland investiert. Ansonsten die Rendite, die man eben auch erzielen möchte, die hat man dann auf zwei Flügen hin und her, Deutschland, Madrid wahrscheinlich dann wieder. Ist man dann spätestens dann auf null wieder raus. Dann macht man das lieber so und hat auch seine Sorgen. Oder man lebt eben dort. Hast du auch Klienten, Kunden, die sagen, ja, nee, ich möchte ja auch genau das spanische Leben mitbekommen und möchte eben auch für mich kaufen und nicht nur eben als Investitionsobjekt. Ja, und hier muss ich mich jetzt an der Stelle wieder etwas einschränken, denn jemand, der nach Spanien kommt, um in Spanien zu leben, der will nicht in Madrid leben, denn diese Investoren, die suchen den Strand, die suchen das Meer. Und wir haben wunderschöne Dinge hier, aber kein Meer in Madrid. Insofern, es gibt schon Leute, die sagen, ich habe jetzt einen Kunden, der bei dieser Repoblación de los Pueblos, dieser Wiederbevölkerung der Dörfer, ein Objekt kauft, der sagt, das ist durchaus so, dass ich mir vorstellen kann, das später mal zu nutzen, monateweise, wo es bei uns in Österreich halt nicht so toll ist. Aber das ist eher die Ausnahme. Im Regelfall ist es dann etwas, wo ich sage, suchen wir uns ein Objekt in der Küstenregion. Und Ja. so läuft es Ja. dann, weil man will Spanien, wenn ich wirklich hier leben will, schon in Pension, dann will ich Sonne pur und Meer und dann geht es wieder in diese Küstenregion. Ja. Macht ihr auch so etwas genau für solche Fälle? Ich denke, das ist viel aufwendiger und wahrscheinlich geht auch die Rendite dadurch runter. Aber ich habe letztens mit einer Finnin gesprochen, die meint, ja, ich wohne die meiste Zeit auf Bali und habe aber ein Apartment in Helsinki, möchte Aha. da 3 bis 4 Monate eigentlich schon wohnen, bräuchte jetzt jemanden, der für die Monate, in denen ich nicht dort bin, über Airbnb oder andere Portale sozusagen das dann vermietet und managt. Macht ihr auch so etwas? Das ist natürlich mehr Handarbeit und aufwendiger. Wir haben das in Deutschland gemacht, das war unser letztes Projekt in Deutschland. Das war auch sehr, sehr erfolgreich. Hat geheißen die Hideaway-Konzept, das Hideaway-Konzept. Also versteck dich in einer Wohnung. Das waren vordergründig prominente Menschen. Das waren reiche Menschen, die einfach verschwinden wollten von der Bildoberfläche. Die haben sich dann solche Wohnungen geholt und die haben dort Serviceleistungen vom Sushi-Kocher über den klassischen österreichischen Kocher, Masseur, über alle möglichen Dinge. Du musstest nicht aus der Wohnung raus. Das haben diese Leute gesucht, die, wenn sie in einer großen Stadt auf die Straße gehen, erkannt werden und die das nicht möchten. Dieses Konzept habe ich ganz spannend gefunden und dieses Ferienwohnungskonzept ist mit einem minimalen Aufwand auch toll zu realisieren. Beispielsweise über Booking.com haben wir fantastische Auslastung gehabt zu diesem Projekt. Das machen wir hier auch. Allerdings ist es jetzt für uns im Moment noch nicht möglich, dass ich jetzt sage, ich habe eine Immobilie in Gandia, eine in Valencia und eine habe ich in Barcelona und dann verwalte ich drei. Das wird sehr, sehr aufwendig. Was wir hier dann suchen, ist eine Person unseres Vertrauens, die eben diese Schlüsselübergabe, diese Reinigung macht und die dann auch die Betreuung der Gäste vor Ort macht. Also das ist durchaus denkbar. Nur ich gebe auch zu bedenken hier, wenn du dir solche Immobilie kaufst und sie als Anlage bezeichnest, bist du wahrscheinlich auf dem Holzweg. Denn wenn du die schönsten 3 Monate hier ablebst, dann blockierst du deine eigene Rendite. Ja? Also Das das ist würde ich, das ja. würde ich nicht als Anlage bezeichnen, sondern das ist rein Lebensgefühl, Leben genießen. Das ist eher dann schon ein Luxus, den man sich gönnt.
Ja, das macht absolut Sinn. Oliver, du hast eine tolle Präsentation vorbereitet. Wenn du möchtest, gehen wir mal ganz kurz durch und du erzählst uns ein bisschen was drüber. Und Gerne. ja, und stellst auch nochmal deinen Service in dieser Art und Weise vor. Okay. Die Präsentation, die dreht sich jetzt in erster Linie um die Entwicklung der letzten Monate und Jahre in Spanien. Das erste Bild, ich weiß es nicht, sieht man das schon? Das sieht man schon, genau. Okay, weil ich sehe es nicht, wo du bist in der Präsentation. Ja, Okay. ich bin jetzt auf der ersten Also, Seite. das bietet mir jetzt die Möglichkeit, dass ich euch etwas erzähle über die Eagles Nests. Das ist der Ausblick von den Adlerhorsten. Zwischen den beiden Sektgläsern durch sieht man Madrid. Das ist unsere Perspektive von der Terrasse. Hier werden wir so etwas wie das Hideaway-Konzept realisieren, wo eben in sechs verschiedenen Quartieren, sehr großzügig gehalten, Gäste kommen, die sehr ruhige Zeit verbringen möchten, sich erholen möchten. Wir sind ja schon in den Bergen, aber man sieht, in 30 Kilometer bin ich hier, 35 bin ich in Madrid, am Hauptplatz. Grundsätzlich gehen wir auf die zweite Folie, schauen wir uns Ja. das an. Wir sehen jetzt hier dieses spektakuläre Wachstum, wo Spanien sich völlig abkoppelt von allen europäischen Zahlen. Und man sieht auch, wie sich dieses Wachstum beschleunigt hat von 2016. 2015 ist es losgegangen, habe ich gesagt. 2016 und 2017 sind es Billionen, wo die Investments in Spanien explodiert sind. Wir haben hier eine sehr große Kolonie von ausländischen Investoren. Vorweg waren sehr intensive chinesische Investoren, russische Investoren. Die deutschen Investoren, die Engländer haben sich etwas zurückgehalten in der letzten Zeit. Mag vielleicht auch an dem Umfeld liegen. Gehen wir auf die nächste Folie. Da sieht Ja. man natürlich, das ist jetzt das Steckenpferd. Hier sprechen alle davon. Das ist der Urlaub in Spanien. Und das Spannende war, Spanien hat die Vereinigten Staaten von Amerika überholt und ist jetzt das am zweiten meist besuchte Land der Welt. Mag natürlich auch dazu beitragen, dass wir hier eine politische Stabilität haben, auch die Kriminalität in Spanien kaum gegeben ist. Also wenn man sich nicht wirklich ganz dumm anstellt, dann kann man hier mitten in der Nacht durch Madrid spazieren und es passiert einem gar nichts. Da muss man schon entsprechend unvorsichtig sein. In der nächsten Folie sehen wir dann auch diesen Boom in den Hotels. Also das ist eine Anforderung, die ich kriege. Interessanterweise sehr viele Anfragen von Leuten, die Hotels in Barcelona haben und die Hotels in Madrid suchen, mag auch politische Hintergründe haben. Und wir sehen einfach, dass das in Madrid, wenn ich ein Hotel habe und das anbieten kann, dann ist das binnen von 2 Wochen verkauft. Also dieser Städtetourismus, der nimmt enorme Dimensionen an. Und das ist auch bedingt wenn wir uns in die nächste Folie begeben, nicht nur diese Urlaubsreisen, sondern eben diese Kongressreisen, wo Madrid als Drehscheibe eben dient für die ganze Welt und wo aufgrund der Sicherheit, die hier gegeben ist für die Kongresse, aufgrund der Anbindung an den Rest der Welt, also da sehen wir ganz, ganz enorme Zuströme aus der ganzen Welt. Nächste Folie, die Residentials. Das ist jetzt das, wo man sagt, wir haben auch gesehen, dass extrem viele dieser wunderschönen alten Bauten renoviert, restauriert wurden. Und ich meine, Madrid hat unglaublich viele wunderschöne alte Bauten. Einfach auch deshalb, weil man sie aus dem Zweiten Weltkrieg rausgehalten hat und weil hier nicht alles zerbombt wurde, wie in anderen europäischen Städten beispielsweise. Deshalb haben wir viel mehr alte Bausubstanz, die mir persönlich sehr gut gefällt. Weil sie einfach ein anderes Klima, Lebensklima bietet, durch die extrem hohen Räume, durchflutete Räume, das ist einfach was Tolles. Und du bist mitten in der Stadt und hast doch ein altes Schmuckstück. Und da haben wir gesehen, dass hier extrem viel Geld in die Hand genommen wurde und all diese alten Gebäude in der Innenstadt sind jetzt restauriert worden. Es gibt nur mehr ganz wenige, die noch einen Reformbedarf haben.
Die sind dann im Innenbereich auch ausgestattet, modern, wie man es haben möchte. Aber sie haben eben noch den Charme dieser Fassaden und dieser großen Fenster und hohen Räume. Klar. In der nächsten Folie sehen wir dann den Bereich, in dem wir uns spezialisiert bewegen, hier und hauptsächlich im Kern von Spanien, also Madrid, aufgrund der genannten Rahmenbedingungen, dass wir hier eine Auslastung rund ums Jahr haben, Hotels mit und ohne Betreiber, dann diese Residential Buildings, Office Buildings, also die Bürogebäude, haben wir etwas mehr in den Hintergrund gestellt. Das ist ein sehr spezielles Thema. Und hier sehen wir auch noch die größten Schwankungen verglichen mit einem Wohngebäude. Das habe ich immer voll, wenn ich will. Ein Hotel habe ich immer voll in Madrid. Aber die Bürogebäude gibt es hin und wieder Schwankungen. Und deshalb möchten wir das nicht forcieren für unsere Investoren. Solange die anderen Bereiche uns genügend Renditen geben, müssen wir diese heißen Eisen nicht angreifen. Dann haben wir natürlich Landstriche für jemanden, der hier wirklich bauen will. Das sind in erster Linie Firmen, die hier angesiedelt wurden. Die Einkaufszentren, ja, wir haben einfach einen unglaublichen Bedarf durch die Größe und durch das Wachstum von Madrid. Ich denke mir immer, wer braucht so viele Einkaufszentren? Aber ja, sie werden gebraucht, ganz offensichtlich. Dann die Luxusimmobilien, die werden wir immer im Portfolio behalten müssen für unsere Investoren, die jetzt hier nicht nur die Anlagen gesucht haben, sondern die dann auch sagen, jetzt komme ich dann dorthin zum Wohnen, wo ich meine Anlagen mir geholt habe. Die Tankstellen sind mehr oder weniger schon vergriffen und vergeben. Parkplätze ist ein lustiges und interessantes Thema, denn wer in Madrid einmal versucht hat zu parken, der weiß, das ist ein Abenteuer, kann ein Abenteuer sein. Ein Parkhaus zu besitzen, das ist ein unglaublicher Luxus. Also wir bauen ja ein kleines Hotel in Alcalá de Henares, das ist 150 Meter vom Dom entfernt, 100 Meter von der Fußgängerzone. Da dreht man, kann man stundenlang Runden drehen, und hier haben wir eine Tiefgarage unter das Hotel geplant, wegen diesem Grund, und das ist ein absolutes Highlight. Also wenn man Parkhäuser, Parkplätze zu vermieten hat, dann werden die ganz eine starke Rendite auch nach sich ziehen. Mhm. Also 40 Immobilien haben wir ständig in unserem Portfolio, über die wir sprechen können. Nächste Folie, das ist jetzt schon spannend, weil hier gehen wir in den Bereich rein, in dem wir aktuell entwickeln, also nicht vermitteln, sondern entwickeln. Das ist jetzt Los Santos de los Mozes, ist der Blick, den du gesehen hast vorhin von den Adlerhorsten, das ist der Ausblick über Madrid. Hier wird ein neuer Stadtteil entstehen mit 146 Häusern, einem Einkaufszentrum mit 5.500 Quadratmetern, einer Tankstelle, einem College. Und das ist etwas, wo schlagartig ein solches Dorf natürlich ganz eine andere Infrastruktur kriegt und dann entsprechend auch die restlichen Immobilien aufwerten hier. Okay, das bedeutet einfach nochmal als Nachfrage, die 500.000. Das ist dann als Beispiel ein Apartment oder verstehe ich das falsch? Nein, die 146 Homes, das sind Einfamilienhäuser, die wir bauen. Ja. Und die wir teilweise verkaufen und teilweise bleiben die im Besitz des Investors. Die werden nur so weit verkauft, bis die Gestehungskosten sind mit 35,5 Millionen Euro Vorschlag. Okay. Ja, und wenn ich alles verkaufen würde, dann habe ich innerhalb von 3 Jahren die 57.800 verdient. Das ist aber nicht das Interesse des Investors, der das jetzt betreibt, sondern der wird nur so viel verkaufen, dass er seine Startup-Kosten, die 35,5 erinnern hat, den Rest wird er sich behalten. Das habe ich verstanden. Okay, das ist gut. Ja, okay, danke. Dann haben wir gerne Alcalá de Henares, ist ein Weltkulturerbe. Wir haben hier diese 30.000 Studenten und da haben wir Hotels jetzt in einer Größenordnung zwischen 1,46 Millionen bis 4,5 Millionen. Mit Mindestrenditen von 13% im Jahr. Also das ist wirklich eine starke Zahl und die bieten wir an, auch zu managen. Mhm. Weil wir hier einfach überzeugt davon sind, wir sehen, was in Alcalá an Zulauf an Tourismus ist. Das ist unglaublich. Wie teuer ist denn sowas als Mindestinvestment? Ich gehe davon aus, dass so ein Studenteninvestment wahrscheinlich zu den geringeren oder zu den... Ja, wir müssen hier unterscheiden. Also die Investments, die im Regelfall von Privatinvestoren getätigt werden, da sprechen wir jetzt von 2, 3, 4 Wohnungen
Wenn wir hier auf eine Summe von 1 Million kommen, dann haben wir hier schon 6, 7 Wohnungen im Portfolio. Und, Okay. hier gibt es dann fixe Renditen. Also wenn ihr so etwas habt, dann ist es eine fixe Rendite. Bei diesen Projekten, die Hotels in Alcalá, die hier das Mindestgebot mit 1,86 Millionen, das ist das Kleinste, das wir haben. Und das Größte ist inzwischen, hat sich die Zahl überholt, das sind 6,5 Millionen. Weil wir dann noch eines dazu gekriegt haben. Hier gibt es eine Mindestrendite, aber da wird kalkuliert mit einer Auslastung, die wir um 40% unter dem Durchschnittsniveau vom Markt ansetzen. Und wir nehmen die günstigsten Preise, die günstigsten Zimmerpreise, die wir finden könnten. Dementsprechend kriege ich ja hin und wieder den Vorwurf von Investoren, die sagen, ja, sie fahren das jetzt nach unten, dass sie dann mehr zum Aufteilen zwischen uns haben. Aber ich sage, wenn jemand schon unzufrieden ist mit 13% im Jahr, ja, Genau. dann tut es mir leid. Ja, Aber dann es ist für mich sicherer, hier zu sagen, wir setzen tiefer an und es freut sich jemand, als ich setze zu hoch an und dann haben wir eine ständige Diskussion, warum es Ja, nicht hilft. ich verstehe auch das Gegenargument nicht ganz. Was kann daran negativ sein, zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal vom Negativszenario aus und haben immer noch 13%? Wenn ein Markt gut läuft, du weißt es, dann wird immer übertrieben, dann frisst die Gier das Hirn, gibt es einen tollen Spruch dazu. Und dann sagt jemand, naja, aber Sie kommen ja auf 20% Rendite im Jahr und jetzt geben Sie mir nur 13 und dann muss ich die 7% mit Ihnen teilen. Das ist der Vorwurf. Das ist der Moment, wo ich dann sage, da wird es mir zu heiß, ist vielleicht besser, der macht es dann alleine im Betrieb und nimmt dann auch das Risiko alleine auf sich als Ja. Investor. Ich möchte auf jeden Fall nicht mich rechtfertigen müssen am Genau. Ende des Tages. Ja? Na, es ist Dann. ja, es ist jetzt auch nicht so gedeckelt auf 13%, einfach nur, um das Nein, zu verstehen. Ja, ja. Wenn es 13 dann Prozent 20% dieser am Ende sind, Mindest sind 20%, okay. na, sind nicht 20%, denn er teilt die 7% mit uns in der Okay. Verwaltung. Okay, verstehe. Ja, weil Okay. das ist dann eine Erfolgsfee und diese Erfolgsfee wird 50-50 bezahlt. Und Okay. hier gibt es einige, die da schon Kritikpunkte sehen. Gut, aber das ist ja, das Wichtige ist ja, dass das alles von vornherein kommuniziert ist. Und das ist ja das Wichtige. Und das passt ja. Okay. Gut, dann haben wir noch hier ein ganz tolles Objekt, ein 4-Sterne-Objekt, das ist im Zentrum von Madrid, aus den 1920er Jahren, mit 205 Zimmern, mit 102 Millionen. Das ist etwas, was wir nicht entwickeln, das ist etwas, was wir jetzt hier als Makler anbieten. Dann, du siehst, wir haben auch hier noch für die Leute, die unbedingt den Strand haben wollen Ja. und die sich nicht belehren lassen wollen, die Anlagen am Meer oder auf den Inseln. Wobei ich muss dazu sagen, Tenerife hat natürlich eine wesentlich höhere Auslastung als nur die 4 Monate, die ich jetzt hier an der Costa Blanca beispielsweise habe. Ja. Also Ja, in den ja. Süden, dass ich gehe, umso größere Auslastung bringe ich natürlich zusammen. Und Tenerife ist auch bekannt für das Überwintern von älteren Herrschaften im Ja. Winter. Also die kommen auf gute Auslastungszahlen. Sonst würden wir das auch so nicht anbieten. Ja, das war eigentlich schon diese Folie. Schauen wir uns auf den nächsten um. Ja, das sind jetzt im Prinzip noch ein paar Beispiele von anderen Objekten, die wir haben. Ich möchte das nicht alles im Detail durchgehen. Klar. Das kann man sich auf unserer Homepage gerne anschauen. Beziehungsweise wir werden auch vermehrt jetzt auf Alocasa diese Dinge reinstellen. Dank deiner Hilfe jetzt möglich. Und dann, wenn es hier Fragen gibt, einfach kontaktieren. Hier sind die Kontaktdaten auf der letzten Folie. Ja. Wir haben zwei Kontaktdaten. Nachdem mein Russisch etwas holprig ist, bitte für die russischsprachigen Kunden die rechte Kontaktadresse zu nutzen. Ich kann helfen mit Spanisch, Englisch und Deutsch. Also dem österreichischen Deutsch, muss ich dazu sagen. Du hast jetzt, also erstmal vielen Dank für die Präsentation, Gerne. super, super hilfreich. Du hast jetzt auch schon ab und zu mal die russischen Investoren kurz mal angesprochen. Abgesehen von denen, was allgemein, was sind so die Hauptinvestoren oder die Hauptkäufer, wo du siehst, oder siehst du auch Trends, wo du siehst auch Ich
ja. Ich wünsche mir, ich komme aus dem, ich habe sehr viele Jahre in Deutschland und Österreich gearbeitet, deshalb ist unser Klientel schwerpunktmäßig aus diesen beiden Ländern, Deutschland, Österreich. Ja, für Deutschland, für Österreicher ist Spanien jetzt auch nichts Exotisches. Das kennt man vom Urlaub und insofern ist das ein ganz kleiner Schritt, dass man sich hier auch anderweitig wohlfühlt. Die Russen lieben Spanien, lieben allerdings die Küste. Hier haben wir wesentlich mehr Arbeit, ihnen zu erklären, was Investment ist und was Luxus ist, also ein Luxusinvestment. Was ich mir wünschen würde und wo ich hoffe, dass ich auch über eure Plattform mehr dazu komme, das sind Investoren aus Lateinamerika. Ich weiß, dass wir eine unglaublich große kolumbianische Kolonie hier haben. Wir haben aus verschiedenen Gründen auch sehr viele Leute, die aus dem benachbarten Venezuela hierher kommen. Ich weiß, dass die Brasilianer sehr viele Geschäfte hier abwickeln. Hier fehlt uns einfach der Zugang und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns auch mit Hello Casa befasst haben, weil wir gesagt haben, hier kriegen wir auch diese Verbindung zu Lateinamerika hin und wir wissen, dass Madrid, wie schon ausgeführt, die Plattform ist in den Geschäften zwischen Europa und dem Rest der Welt zu Lateinamerika. Und das wünschen wir uns einfach, dass das noch mehr wird. Ja, das kann ich dir auf jeden Fall garantieren. Also Jesa schafft es auf jeden Fall da, vor allem von Lateinamerika und Südamerika. Ich habe momentan erstmal keine Fragen mehr. Ich denke, das war bis hierhin ein geniales Interview. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe zum ersten, also das Allerwichtigste, ich habe sehr, sehr viel über Alcalá de Henares gelernt. Ich war mal in Boulder, was in Colorado ist, bei Denver und stelle mir das so ein bisschen gleich vor. Okay. Weg von Denver, ruhig, sehr, sehr viele Studenten und auch viele Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Ich denke, die Kombination aus Bildung mit Unternehmen, mit Investment, das ist einfach ja, eine Spirale, die sich nach oben dreht. Und da hat man eigentlich sozusagen auch nicht nur ja, das Geld, das natürlich einfließt durch die Mitarbeiter und Angestellten, die dort sowieso schon arbeiten, sondern eben auch schon die nächsten Generationen. Das finde ich super spannend und muss auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich nach Madrid komme, komme ich auf jeden Fall vorbei. Du bist herzlich eingeladen. Ich würde dich gerne rumführen und ich zeige dir die Wirkungsstätte von Cervantes und auch die Universität ist hier wirklich absolut sehenswert. Es ist die älteste Universität Spaniens, die hier in Alcalá steht. Alcalá war auch zeitweise der Regierungssitz der spanischen Könige. Also hier wurde Hof gehalten. Ja, ich möchte einfach mich bedanken auch für diese tolle Möglichkeit, die du uns gegeben hast, mir gegeben hast und möchte auch abschließend noch einen Spruch zu diesem Thema der Jugend zum Besten geben, der mir sehr gut gefällt ist. Und der heißt einfach, wer sich vor dem Geist der Jugend fürchtet, der ist reif für die Pension. Und hier in Alcalá sind wir noch lange nicht reif für die Pension. Hier geht es erst richtig los. Klasse. Ja, nee. Also, perfekter Abschluss. Oliver, ich bedanke mich vielmals. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Vielen Dank für die Durchführung der Präsentation und auch sehr, sehr spannende Themen. Auch noch zum Abschluss bezüglich Investment gegenüber Luxusimmobilien, Strand gegenüber Madrid, sollte man sich eben nochmal überlegen, was will man eigentlich? Will man jetzt sich pensionieren und an den Strand ziehen oder möchte man eben auch eventuell eine Rendite haben? Da sollte man eben nochmal schauen, wo man investiert. Ja, also nochmals, Oliver, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, ich sende dir einen besten Gruß nach Madrid und wir reden sowieso. Wunderbar, alles klar. Die Zeiten. Gut. Bis dann. Vielen Dank. Danke. Danke. Ade.